Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten meiner Videos. Zum großen Abschluss habe ich mir noch New York City aufgehoben. Nachdem mein Flug von Montreal zweimal gecancelt wurde und ich dann im Endeffekt von Montreal über Toronto nach New York geflogen bin, war das alles nicht ganz ökonomisch und nicht ökologisch. Aber wenn Air Canada das so möchte, dann mache ich das natürlich. Jetzt jedenfalls stehe ich am Fuße der Freiheitsstatue und welchen schöneren Hintergrund kann man sich für eine Moderation wünschen als die Skyline von New York? Naja, man könnte sich vielleicht wünschen, dass es nicht minus 10 Grad sind, aber zumindest scheint die Sonne. Aber zu New York kommen wir gleich. Zuerst mein Tagesausflug nach Philadelphia, wo die Sonne immer scheint. Genau. Und zwar habe ich mich früh in den Zug gesetzt und bin die anderthalb Stunden nach Philadelphia gefahren. Philadelphia ist geschichtlich eine der bedeutendsten Städte der USA. Nach New York und vor Washington war sie 1790 bis 1800 die Nationalhauptstadt der Vereinigten Staaten. Dort tagte der erste und der zweite Nationalkongress, welcher die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verfasste und die Verfassung der Vereinigten Staaten ausarbeitete. Aber auch für alle, die sich nicht so für amerikanische Geschichte interessieren, ist Philadelphia durchaus sehenswert. Hier sehen wir den Benjamin Franklin Parkway, der auch besser bekannt ist als Allee der Flaggen. Aufgehängt sind dort die Flaggen aller anerkannten Staaten und am einen Ende befindet sich das Rathaus von Philadelphia und am anderen Ende das Philadelphia Museum of Art. Bekannt ist es vor allen Dingen durch seine 72-stufige Freitreppe, welche durch Rocky im gleichnamigen Film in der berühmten Trainingsszene erklommen wurde. Die Touristen spielen das natürlich gerne nach und mit der richtigen Musik wird jeder zum Held. Aber zurück zur Geschichte. Das hier ist die Independence Hall, in der unter anderem die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Unabhängigkeitserklärung verfasst wurde. Und in ihrem Glockenturm befand sich die Liberty Bell, welche geläutet wurde, als die Declaration of Independence zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sie ist eines der bekanntesten Symbole für Freiheit und keiner weiß so wirklich, wie der Riss in sie reingekommen ist. Und hier befinden wir uns jetzt tatsächlich in dem Raum, in dem die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung erarbeitet und unterzeichnet wurden. Aber nun zu New York. Hier gibt es wirklich viel zu sehen. Ich habe unglaublich viel erlebt und beginnen wir mit meinem Besuch bei der UN. Die UN befindet sich auf einem wirklich schönen Grundstück am East River in Manhattan und es ist das höchste diplomatische Gremium der Welt. Ziel ist es, Kriege zu verhindern und die Armut zu bekämpfen. Drin durfte man natürlich nicht filmen. Wir haben einige Ausschüsse gesehen, leider nicht den Weltsicherheitsrat, denn dort wurde gerade Weltpolitik in Sachen Ukraine gemacht. Leider auch nicht die UN-Hauptversammlung, denn die wird gerade renoviert. Also muss ich tatsächlich noch ein drittes Mal nach New York kommen, um auch diese beiden wichtigen Gremien mal zu sehen. Danach habe ich das schöne Wetter genutzt und bin auf das Rockefeller Center und hatte einen tollen Ausblick auf den Big Apple und auf das Empire State Building natürlich. Hier ist mal der Blick in die nördliche Richtung, zur Uptown hin, mit Blick auf den Central Park, der Upper East und der Upper West Side. Und hier haben wir den Blick über das südliche Manhattan. Links wird es durch den East River von Brooklyn abgegrenzt und rechts durch den Hudson River von New Jersey. Dort unten, zwischen den Wolkenkratzern, könnt ihr vielleicht die berühmte Silvesterkugel vom Times Square erkennen.
Und jetzt folgt ein Zoom auf das wunderschöne Empire State Building und auf das neue World Trade Center am Ground Zero. Danach ging es weiter nach Brooklyn unter die gleichnamige Brücke, von wo aus man einen wunderschönen Blick auf Manhattan Skyline von der Ostseite her hatte. Und nicht nur ich fand, dass das eine schöne Location war, nein, auch für Profifotografen und Models ist das ein sehr beliebter Ort, um schöne Fotos zu machen. Nur mir wäre das ein bisschen kalt. Danach ging es an meine Aufgabe. Und zwar sollte ich unter der Brooklyn Bridge bei Grimaldi's die beste Pizza New Yorks essen. Eigentlich keine schwere Aufgabe, aber da ich es mal wieder nicht ordentlich geplant habe, habe ich eine Stunde vorher erst bei Subway's ein großes Sandwich gegessen. Die Pizza hat wirklich sehr gut geschmeckt, aber da die keine einzelnen Stücken verkauft haben, musste ich eine ganze essen. Naja, es gibt Schlimmeres. Damit würde ich sagen, ist New York bestanden. Aber der Tag war immer noch nicht zu Ende. Es folgte noch ein Highlight. Und zwar habe ich mir im Madison Square Garden ein NBA-Basketballspiel angeschaut. Aber vor dem Spiel erstmal die Erwärmung. Hier sehen wir die New York Knicks, die sich warm machen. Dann ein Schwenk rüber zu den Dallas Mavericks. Und hier sehen wir Dirk Nowitzki, wie er mit unglaublicher Sicherheit einfach nur jeden Ball reinmacht. Für diejenigen, die Dirk noch nicht gefunden haben, er steht hier unten und unterhält sich mit einem Offiziellen. Aber jetzt wieder zurück zum Team. Gleich wieder einen Ball schnappen und rein damit. Aber dann ging's los. Dallas fand besser ins Spiel und konnte sich durch Dunks und 3-Punkte-Würfe schnell von New York absetzen. Trotz guter Einzelleistungen von einigen Spielern der Knicks konnte Dallas bis zur Halbzeit einen 10-Punkte-Vorsprung aufbauen. In den Auszeiten und in der Halbzeit gab es auch immer wieder verschiedene Unterhaltung, sodass einem nie langweilig wurde. Wie hier zum Beispiel eine Akrobatiktruppe. Und der hier war der lustigste. Aber am meisten drauf hatte er. Und auch fürs Auge gab's was. Aber zurück zum Basketball. In der zweiten Hälfte konnten sich die Knicks dann wieder rankämpfen, sodass es 10,9 Sekunden vor Ende 108 zu 108 stand. Die Mavericks hatten sich eine Auszeit genommen, um die Strategie für ihren letzten Angriff zu bereden. Und dann geschah tatsächlich das, was sonst nur in Hollywood-Movies passiert. Unser Dirk Nowitzki kriegt kurz vor Ende den Ball, wirft ihn und mit der Schlusssirene geht der Ball ins Netz. Ich und noch ein anderer Mavericks-Fan im gesamten Madison Square Garden, wir springen auf und jubeln. Und alle anderen können es gar nicht fassen. Bitte achtet jetzt einmal auf die Uhr über dem Korb und vor allen Dingen auf das Publikum im Hintergrund. And this time he gets the fortuitous bounce. What an ending to all the excitement here down the stretch. Nowitzki struggled much of the night. Gets the shooter's bounce, goes through. And the Knicks lose here at the Garden. Es war großartig. Aber nun zum nächsten Tag. Da war ich mal wieder im Museum of Modern Art. Mittlerweile zum dritten Mal.
Wie es der Name schon sagt, enthält die MoMA viel moderne Kunst, wie hier zum Beispiel die Suppendosen von Andy Warhol. Oder hier eine kubistische Band von Pablo Picasso. Oder hier das etwa briefmarkengroße Gemälde von Salvador Dali, die Beständigkeit der Erinnerung. Aber worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass mein absolutes Lieblingsspiel von früher, SimCity 2000, jetzt in der MoMA hängt und damit offiziell Kunst ist. Aber neben so coolen Dingen gab es auch wieder viel Kram, bei dem man sich streiten könnte, ob das wirklich Kunst ist. Zum Beispiel, was soll das sein? Stahlkackhaufen? Oder hier, ein altes Maschinengewehr. Kaum stellt man das in ein Museum, soll das Kunst sein? Und was die Leute an den Bildern von Jackson Pollock so toll finden, erschließt sich mir auch nicht. Für mich ist das nur sinnlos auf die Leinwand gekleckste Farbe, die in der Komposition nicht mal gut aussehen oder irgendeine Aussageabsicht haben. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu dumm oder zu ignorant, das zu verstehen. Aber dann, zwischen einer von der Decke hängenden Schneeschaufel und einem Fahrrad auf einen Hocker geschraubt, das beste Bild der Welt. Die Sternennacht von Van Gogh. Zu Recht umringt von vielen Menschen und so bezaubernd wie eh und je. Ich liebe es, wie Van Gogh es schafft, durch den groben Pinselstrich und die Komplementärfarben Bilder richtig zum Leuchten zu bringen. Danach ging es zur Daily Show. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Ich schaue die Daily Show in Deutschland jeden Tag seit nunmehr 8 Jahren. Und ich war aufgeregt, auch mal dabei sein zu dürfen. Die Daily Show ist eine Polit-Satire-Sendung, am ehesten zu vergleichen mit der Heute-Show. Nur besser. Und jeder, der Politik interessiert ist und Englisch kann, sollte sie kennen und sie auch schauen. Nach längerem Warten in der Kälte durften wir dann auch endlich ins Studio. John, der Moderator, hat sich dann auch mit uns ein bisschen unterhalten und dann ging die Show auch los. Natürlich durfte man während der Show nicht filmen, aber da wir in einem Fernsehstudio waren und sie das nachher dann auch ausgestrahlt haben, kann ich euch ja einfach zeigen, wie das dann in der fertigen Sendung aussah. This is the Daily Show with Jon Stewart. The program tonight will be exceptional. My guest tonight, Michio Kaku. Auf www.thedailyshow.com könnt ihr euch die kompletten Folgen des letzten Monats anschauen. His new book is called The Future of the Mind. Please welcome to the program Michio Kaku. Michio Kaku kennt man auch hierzulande, wenn man mal auf N24, Discovery Channel oder NTV einige Dokumentationen über wissenschaftliche Themen gesehen hat. Und der zweite Teil zu New York folgt bald.